der ganz gestreckte Arm ist nicht so optimal wie ein leicht gebeugter Arm. Ne? Also wenn ich ihn so drauflege und jetzt also der gestreckte ist, irgendwann bricht es einfach durch. Ne? Wenn ich das einfach ein bisschen leichter mache und einfach sage, nachgebe, ja, ihr merkt, das ist eine bessere Geschichte. Ja? Das, so habt ihr. Dann nimmt ihr sofort die Position von 1. Dann guckt ihr, bin ich weg. Oder könnt ihr irgendwie Raum in euch finden, der euch erlaubt, Zentrum, unten, schwer, schwer, schwer. Guckt ihr jetzt von unten. Auf Raum. Dann kommt er langsam hoch. Das ist leicht und dann könnt ihr noch bewegen. Und zwar mit dem Bein, Arm, Bein, bewegen sie gleichzeitig 45 Grad. Ja, und das ist normalerweise hier auch eine Festhalte. Wir nehmen das zum Dehnen. Nehmen wir einfach das. Hier ist der Beckenkamm, ja? Und einfach so mit der Handball so diesen Beckenkamm fassen. Anvisieren und jetzt nicht in den Beckenkamm reindrücken, sondern entlang der Fingerspitzen um das Becken herum, dass es ein bisschen leichter wird. Und mit diesem Knie einfach diese Hand mitnehmen und selber sehr entspannt sich mal rein und raus. Aber mal einer. Ich spüre erstmal eine Kompression hier, die kann euch nervös machen. Lasst ihr mich einfangen. Ihr habt so viel Raum um euch herum. Anschließend die Massage.